Jetzt geht die EM 2024 los. Gesucht wird die beste Mannschaft des Kontinents. Wird's gelingen? Bleiben Sie dran, gleich geht's los. Wir melden uns heute aus dem BVB-Stadion Dortmund. Liebe Fußballfans, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser heutigen Begegnung. Ich bin Wolf Fuß und ich werde dieses Spiel heute gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie zu Hause kommentieren. Heute haben wir das erste Gruppenspiel der EM 2024 für Sie im Angebot. Könnte ein klasse Spiel werden. Ja, vorbei ist er. Da ist die Chance. Gute Parade. Hier ist die heutige Aufstellung von Frankreich. Im Tor ist Mike Maignan. Dayo Upamecano spielt neben Ibrahima Konaté in der Abwehr. Amio Mario steht. Und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Xaver Schlager. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Michael Gregoritsch. Konrad Leimer. Die Chance jetzt. Alleine kommt aber weiter Gefahr. Die Gefahr erstmal bereinigt. Aber die Parade davon, die war klasse. Jetzt wissen Sie, bei wem Sie bedanken dürfen. Der Ballverlust. Schön, wie sie da die Offensive unterstützt. Da ist der Schuss. Ja, ganz sicher, Ball ist raus. Jetzt gibt's Einwurf. Schlager. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor.
Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. So, wir gehen in die Pause, da ist der Pfiff. Jetzt können wir alle erstmal durchatmen. Antoine Griezmann ungewohnt schwach im bisherigen Spielverlauf. Bisher eine sehr überschaubare Leistung von ihm. Er strahlt keine Gefahr aus. Schauen wir uns die Wiederholung noch mal an. Die erste Chance noch klasse pariert, aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. Eins, eins, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Nicht abgepfiffen nach diesem Foul, gibt erstmal Vorteil. Außen ist Platz. Jetzt kommt die Flanke. Da kann er erstmal klären. Marco Arnautovic. Ball wird geblockt. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ja, da gibt es gute Anspielungen.
So, Ecke kommt. Er hat den Ball. Baumgartner gehalten. Situation erstmal geklärt. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Unentschieden und ich glaube, das war auch ein Spiel, das keinen Sieger verdient hatte. Ja, sehe ich auch so. War ein sehr unterhaltsames Spiel, war sehr interessant, war hochklassig und ich glaube, alles in allem können beide hier wirklich zufrieden sein.